Die Zwillinge Claudia und Monika Köhler haben nicht nur ein gewaltiges Erbstück im Gepäck, sondern auch ganz bestimmte Vorstellungen. Von der Expertise erwarte ich mir, mehr über den Künstler zu erfahren und was das Bild wert ist. Dann hineinspaziert ins Pohlheimer Walzwerk. Der pompöse Wandbehang findet vor dem Tisch von Frau Dr. Friederike Werner Platz. Junge, 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 zwei Damen und so ein großer Wald. Schönen guten Tag. Monika. Monika, freut mich. Und Claudia. Wie man unschwer erkennen kann, ihr seid garantiert Geschwister. Zwillinge. Zwillinge, das auch noch. Menschenskinder. Ja, die ganzen Zwillingssachen, die lassen wir jetzt einfach weg. Habt ihr oft genug gehört in eurem Leben. Ja. Ja? Wie lange kennt ihr das Gemälde schon? Seit ich mich zurück erinnern kann. Also hing immer bei euch zu Hause? Hing immer unser ganzes Leben lang im Wohnzimmer bei uns. Hat Mama und Papa das mal gekauft? Das von unserem Uropa. Vom Uropa? Mhm. Gut, der muss auch ein großes Haus gehabt haben, weil das Bild ist ja nicht gerade klein. Ja. Erzählt mal ein bisschen. Ist er irgendwie überliefert, wie er da dran gekommen ist oder irgendwas Spannendes? Also er kannte den Maler und er hat ziemlich viele Bilder für ihn persönlich gemalt. Unser Opa für den Urgroßvater? Ja, der hatte damals eine Holzfabrik und ein großes Haus, viel Platz. Und da hat er viele Bilder von dem. Ja, was ist denn noch übrig geblieben? Das ist natürlich jetzt auch wieder interessant, ne, Friederike? Na klar. Eine Holzfabrik, großes Haus, weißt du, da verstehe ich auch wieder den Wald. Im Prinzip liegt da der Rohstoff, mit dem er Geld verdient hat. Ne, er muss aber trotzdem Wälder geliebt haben. Gibt es dieses große Haus noch, gibt es das Anwesen noch, gibt es die Fabrik noch? Gar nichts mehr. Ah, das ist eine Schande. Das Einzige, was uns noch übrig geblieben ist davon. Das Gemälde. Mhm. Das ist schon fast wieder traurig. Ja. Aber wie gesagt, ihr wollt es nicht haben, ne? Nee, ne? Also es passt bei mir nicht rein und bei ihr auch nicht. Es ist einfach zu groß. Ja, das ist riesig. Ja, und das muss einmal halt auch gefallen. Mhm. Tja, liebe Friederike, vielleicht fehlt mir in dem Moment auch der künstlerische Zugang zu dem Gemälde. Manchmal entdecke ich den ja während der Erklärung eines Experten. Ja, wir sind hier bei dem spätimpressionistischen Maler Karl Walter. Der lebte von 1905 bis 1981. Er ist nicht ganz unbekannt. War 1925 nur ganz kurz an der Leipziger Akademie und hat sich dann autodidaktisch weitergebildet und hat sich an den Größen seiner Zeit orientiert, an Max Liebermann und Max Slevogt, die beide ja bis in die 30er Jahre lebten. Und man sieht den Einfluss ganz deutlich. Und es geht ja darum, mit raschem, flinkem Pinselstrich einen Eindruck einzufangen, vor allen Dingen einen Lichteindruck, einen Moment, wie eben beispielsweise in der Landschaft. Wir haben die hellen Gelbtöne, hellen Grüntöne und dann führt das Bild natürlich in die Tiefe und auch in die Dunkelheit. Das heißt also, der Gegensatz zwischen Licht und Schatten spielt hier eine große Rolle. Und wenn man genau hinschaut, finde ich, dass die Palette doch relativ weit gefächert ist. Die geht ja bis in die Rottöne, bis ins Blau hinein. Also ich möchte noch kurz erwähnen, dass es wirklich ein sehr schöner Bildraum ist, fast wie ein Innenraum. Die Malweise ist sehr unterschiedlich, zum Teil pastos, zum Teil mit dünnem Pinsel gemalt und in den hellgelben Partien mitunter mit Spachtel. Das heißt also sehr variantenreich und sehr ideenreich gemalt. Also ihr merkt schon, man kann viel entdecken in dem Bild, wenn man mit jemand redet, der einem das vernünftig erklären kann. Ja. Wie ist denn der Zustand dann von dem Gemälde und gehört der Rahmen tatsächlich dazu, weil ich mir vorstellen könnte? Der Rahmen gehört dazu, den hat der Künstler selbst dafür geschaffen. Ach. Ja, vielleicht noch in den 30er Jahren, vielleicht noch zur Datierung zu sagen, wir sind hier in den 30er Jahren. Das Bild ist an sich nicht datiert, aber es geht aus dem Werkverzeichnis hervor, was 1995 entstanden ist. Und da gehört diese Allee im Leipziger Wald, so ist der Titel, in diese Zeit. Der Zustand ist so, dass es einige Schäden gibt. Es gibt im rechten unteren Bereich einen Flicken auf der Rückseite. Da ist einmal ein Loch verschlossen worden. Dann haben wir einige Kratzer in der Farbe, die ist nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, ist die Leinwand insgesamt etwas fragil. Wenn man gegen das Licht schaut, dann kommen wirklich Lichtblitze durch. Dann sind an einzelnen Stellen ist es durchsichtig geworden, was aber auch daran liegen kann, dass die Leinwand an sich nicht so dicht ist und die Farbe mitunter sehr zart und dünn aufgetragen ist. Ja, also da müsste man was machen. Man müsste wohl das mal zumindest untersuchen, ob die fragil ist und zerbrechen kann. Ja, also ist da auf jeden Fall noch ein finanzieller Einsatz vom zukünftigen Besitzer oder Käufer genau. erforderlich.
Ja, dann würde ich doch erst mal wissen wollen, bevor wir hier jetzt weitermachen, was habt ihr euch denn überlegt, wie viel Geld ihr haben möchtet dafür? Also große Gedanken haben wir uns jetzt nicht gemacht, aber... Ne? 100 Euro? Das ist doch ganz sicher zu wenig, oder? Wenn das Bild jetzt ganz ohne Schaden wäre, würde ich um die 1000 Euro ansetzen wollen. Und ich schätze, hier mit den Schäden, die man überprüfen muss, zwischen 800 und 1000 Euro. Auf jeden Fall. So. Das hört sich schon besser an. Meine Damen, das zum Thema 100 Euro. 800 bis 1000 Euro, das ist ja nun mal ein Ding. Die Damen, bitteschön. Super. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Bei den Händlern. Danke für Ihren Besuch. Danke auch. Da geht's rüber. Tschüss, tschüss, ihr zwei. Und schon geht es weiter im Verkaufsraum. Eine Waldlandschaft. Aha. Mhm. Rückseite ist schon mal ein paar riesige Waldlandschaft. Und da rechts unten ist eine Signatur. Kannst du die lesen? Nicht wirklich, nee. Oder ist da links noch was? Hier steht was. Walter mit H. Walter? Walter mit H. Also da wir uns am Anfang nicht so viel dafür vorgestellt haben, wären wir auch mit weniger zufrieden, als die Expertise war. Mal gucken, weil eigentlich wollte man das große Bild jetzt nicht unbedingt wieder mit nach Hause nehmen. Dann heißt es jetzt Daumen drücken, dass sich dieser Wunsch für die Zwillinge im Händlerraum erfüllt. Guten Tag. Grüß Gott. Guten Tag. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, da habt ihr ein wunderschönes Bild mitgebracht. Gefällt mir sehr gut. Doch stimmt alles bei dem Bild. Ich möchte sagen, kommt das aus Leipzig? Also soweit ich weiß, kommt der Maler auch aus Leipzig. Mhm. Aus Leipzig. Mhm. Er hatte jedenfalls ein Atelier in Leipzig. Ja. Zwillinge? Ja. Ja. Geil ist aber man denkt, sie sind so ähnlich, ohne Schiene wie die andere. Gell? Und Ihnen gehört das Bild gemeinsam? Ja, also es ist von unserem Urgroßvater und dann unserem Opa vererbt, unserer Mutter und jetzt gehört es uns. Ja. Das heißt, wir brauchen eine runde Summe, das muss durch zwei geteilt werden. Genau, das wäre schön. Also ich hoffe, dass nach einer Restauration die Farben noch etwas leuchtender werden. Und die paar Löcher muss man ja ohnehin ein bisschen kitten und zumachen. Deswegen, wie hat der Opa das erworben? Weiß man da was? Er hatte ein gutes Verhältnis zu dem Maler gehabt. Ah, okay. Er hat viele Bilder für meinen Urgroßvater gemalt, auch Porträts. Mhm. Und deswegen hat er das direkt... Ja. Also Opa kommt aus Leipzig. Nein, der kommt auch aus Würzburg. Aus Würzburg, herkommen, ja. Ah, ja. Okay. Tja, mir gefällt die Leichtigkeit und die Sommerlichkeit, die da so rüberkommt, ne? Ja. Ja, denn? Das ist echt schön. Herr Karl? Dann starte ich mal ganz vorsichtig mit 400 Euro. 450. Mhm. Das ist ein großformatiges Bild. Das ist nicht ganz so einfach zu verkaufen. Das muss ja wirken, ne? Ja. Deswegen vielleicht auch ein bisschen verhalten mit meinem Startgebot. Okay. Machst du denn weiter? Das ist ja die Frage. 450 war Fabian. Ja, ja, ich frage, ob überhaupt noch jemand von uns. Ja, spielt doch mal ordentlich, dann komme ich vielleicht auf den Geschmack. Also kommst du, ja gut, dann mach ich weiter mit 500. Gut. 550. Siehst du? Ja. Fordert mich natürlich heraus und gehe dann auf 600 Euro. Fordert es dich auch heraus? Ich weiß noch nicht. Ich überlege mir noch. Nein, ihr macht es aber spannend heute hier. Nein, ich er steigt erst ein, wenn es richtig vom Gebot. 650 Euro. Ich fange jetzt auch an mit so. So. Na, da jetzt geht's ja los. Ne? 650 Euro ist es mir wert. Ja. Und der Rahmen ist schön und es muss restauriert werden. Machst du noch mit? Bei 650 Euro überlasse ich es dir. Okay, gut. So, dann sage ich 700. 750 Euro. Dann sage ich auch gerne noch 800. 850. Dann sage ich auch gerne noch 900 Euro. 930. 950. 1000. Ja, jetzt ist auch egal, 1050. Das ist nicht egal, das ist Geld. Gegen Fabian zu bieten ist eine Katastrophe. Wer nimmt das nicht ernst? 1100 mache ich. Man darf das nicht alles so ernst nehmen. Muss. Ja, das stimmt. Ja, 1150. Wenn man es kann. Ich wollte das Geld. Ja, ja. 1180 Euro. Das ist schwierig. Machst du noch einen oder nicht?
Machst du dann noch einen? Möglich. Du weißt, es soll durch zweiteilbar sein. Ordentlich durch 1000, zweiteilbar. Ich kann alles durch zwei teilen. Ja, ich mache auch noch 1200 Euro. 1210. 10 Euro? Ist höher. Hättest du jetzt 50 gesagt, wäre ich raus gewesen. Aber so sage ich auch noch 1250. Ja gut, jetzt ist es vorbei. Ich bin raus. Gut. Schön. Das ist okay. Verkaufen Sie es an den Fabian. Ja. Ja. Ja, gut. Alles klar. Ja. Perfekt. Danke. Ist das zufrieden, gell? Ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000. 1, 2. Und 50. Dankeschön. Bitteschön. Danke. Ich bin sehr gefreut. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, Fabian. Schön. Leipziger Schule. Leipziger Schule. Perfekt. Ein schönes Bild gekauft. Danke, Ludwig. Da kann ich mich nur freuen für dich. Also es war super. Wir haben Spaß gehabt. Und es, wir hätten nie gedacht, dass es so gut läuft. Mehr als die Expertise das war. Und wir sind super zufrieden.